So, einen wunderschönen guten Abend hier mit dem Klassiker, mit dem Topspiel des heutigen Abends, Varigames gegen NiP. Heute sowieso ein sehr, sehr, sehr vollgepackter Abend. Ganz, ganz viele Spiele stehen heute leider an, muss man ja sagen. Es ist immer bitter, wenn Tage davor hier alles so verhalten ist und dann auf einmal an einem Abend die Topspiele aufeinander folgen. Eben da wir ja auch ganz gut gespielt gegen NiP, haben da 9 Runden holen können. Und Varigames ist einfach mal kurzerhand vorhin über Absolute Legends drüber gefahren mit 16-1, ebenfalls Nuke. Die CT-Deckung soll richtig enorm krass gewesen sein. Deswegen bin ich hier umso mehr gespannt heute auf die Leistung von VG. Natürlich vor allen Dingen das erste Mal Scream gegen NiP. Und ja, alle, die Maus sehen wollen, die können gerne auf dem GoTV sehen und zugucken, wie sie von Curse geschlachtet werden. Ich möchte gerne das Spiel hier sehen. Vor allen Dingen, weil Maus halt vorhin verloren hat. Schon ein bisschen enttäuschend und wir sind live in der Pistol. Varigames darf sogar als CT starten. So, NiP sehr verhalten. Wir planen alleine außen. Vorraum-Push anscheinend von NiP. Von VG. Sehr schön. Existence konnte den First Fix setzen. Mit P250, glaube ich sogar. Wir pflanzen sich außen zurück. Schiebt jetzt also wieder Vorraum. Radio war vorhin mal offensiv, haben sich aber wieder zurückgezogen. Dadurch, dass Existence wahrscheinlich den Frag bekommen hat. So, und jetzt kommt es auf das Zusammenspiel an. Sie sind sogar zu dritt an der Rampe. Leider keine Punkte. Schöner Headshot von Scream. Kenny als Unterstützung. Wenn Kenny jetzt stirbt, dann sieht die Runde sehr, sehr, sehr gut aus für VG. NiP geht runter. Jetzt vielleicht einen am Schacht ablenken. Ja, sauber von MBK. Kriegt sogar einen Frag. Jetzt überlebt. Oh, kriegt sogar noch einen zweiten mit Headshot. Scream unten. Auf jeden Fall noch safe. Get Red gegen 3. Gegen 3. Sehr, sehr, sehr starke Franzosen. Scream spielt das auch super. Zeigt sich nicht. Get Red hatte keine Ahnung. Er wird auch noch am Schacht abgelenkt. Also wirklich hervorragend und Scream müsste den jetzt eigentlich gleich haben. Oh, vielleicht ein bisschen zu schnell geschossen, aber am Ende doch noch den Frag gesetzt und die Pistol geht an die Franzosen. 1-0 NiP. Oh, mir geht gerade die Welt draußen unter. So, laggen tut's anscheinend. Was liegt. Oh, bei mir ist Gewitter, vielleicht liegt es daran. So, egal. Nächste Runde. Es müsste schon sehr, sehr, sehr viel Damage gefangen. Boah, Scream wieder überragend. Boah. Krass, okay, er liegt Headshot 2 HP, 7 HP. Richtig knappe Runde. Existence ist aber eine schöne Posi für die Box. Auch schöne Zusammenstellung eigentlich auch. Dass Existence da oben steht und direkt MBK daneben, quasi am Spot. Also da kann sich wirklich enorm schnell geholfen werden. So, jetzt richtige Entscheidung von NiP, da auf die Rampe zu gehen. Anscheinend der Damage auch angesagt. Warum Screen da jetzt immer hochgeht, verstehe ich nicht. Einfach defensiv gehen, versuchen rein abzugammeln. Wenigstens konnten sie Getrad noch low schießen. Existence hat es auch unten safe und der Cat ist auch noch gedeckt von Kenny. Also sie wissen eigentlich ganz gut Bescheid. Existence sagt es jetzt auch an, wird gepusht. Boah, kriegt Hits mit der Waffe. So, wo ist der Rampenspieler Kenny? So, das ist nur noch gegen Forrest, den macht auch MBK. Boah, auch ein sehr, sehr starkes Spiel bisher von ihm. Krasse Headshots, vorhin in der Pistole auch schon. 2-0 VG. So, NiP noch keine Bombe gelegt, deswegen auch nochmal Echo. Ganz klar. So, ich hoffe, jetzt bin ich auch ein bisschen lauter. Gerade nochmal Settings gecheckt. Bei mir hat übrigens Knochenstream gestern auch enorm geleckt. Also es ist gerade echt wieder random bei Twitch. Sein, dass der Ton irgendwie anders ist. Ich hab
habe so das Gefühl, ist irgendwie alles klarer und deutlicher oder so. Weiß nicht. Bilde ich mir wahrscheinlich einfach nur ein. So, also Damage kriegt VG schon immer ziemlich viel in den Anti-Ecos. Aber auch hier wieder schönes Doppel mit Kenny S unterm Cat. Existence hilft oben. Oh, kriegt aber da den Headshot. Kenny muss jetzt unten aufpassen und wird überrannt. Oh, extrem gut gespielt von Nip. Krass gedoppelt. Oh Mann, die Runde wird richtig knapp. MBK steht dann noch gegen Main. Schiebt jetzt runter. Oh, den zweiten muss er machen. Sehr schön. Jetzt 2-2. 2-2 rausgespielt von Kenny. Warum Catrata jetzt allein hochgegangen ist, verstehe ich zwar nicht ganz. Die Bombe ist unten. Jetzt doch Existence gegen 2. Das kann er vielleicht noch machen. Aber Existence hat eine super Pose hinten am Schacht. Bombe müssen sie noch picken und Existence macht derweil den Frag. 2-1 Nip. Oh Mann, so eine Runde dürfen sie da nicht abgeben. Das war eine Eco auf jeden Fall. Das hätte jetzt schon locker 3-0 stehen können. Jetzt muss VG halt Eco machen. Könnte sogar fast... ich weiß nicht, es könnte vielleicht sogar eine Doppel-Eco werden. Was noch bitterer wäre. So, ist eine kleine Falle außen. City Rot lenkt ab. Aber Nip schiebt wieder komplett weg. Also zeigen außen kurz Präsenz, schieben dann wieder Vorraum. Jetzt wird es wahrscheinlich Rampe geben, wie das aussieht. Catfight zielt nochmal in der Box ein bisschen. Lenkt da ein bisschen ab. Jetzt gibt es die Flash hinten durch. Wirklich sehr, sehr, sehr schön. Da deckt wirklich jeder. Boah, da kassiert sie keinen Frick. Also extrem krass. Da weiß jeder, wo er hingucken muss. Die stehen einfach so gut, so kompakt. Wahnsinn. Und dann setzen sie natürlich auch die Frags hinten direkt. Uns ist keine Doppel-Eco. Man entscheidet sich also relativ wenig zu kaufen. Also das hat, was es hergibt. Deswegen hier auch drei Farmers. NBK mit seinen vielen Frags. Da hat es für eine M4 gereicht. Und Kenny, ganz wichtig. Ich glaube, wenn Kenny sich keine AWP hätte kaufen können, hätte man wahrscheinlich noch eine Eco gemacht. So bin ich jetzt gespannt, was er jetzt zeigen kann. Boah! Lol! Ich sag... Boah! Aber Forrest direkt den Refrag. Krasser Headshot von ihm. Boah, ein MBK auf dem T-Dach. Boah, er sieht ihn und hat ihn nicht gehört. Und Existence... Oh, da ist eine Main rein und sie wissen es nicht. Wer ist Halle? Gar keine Halle, sie spielen auf Retake. Daher gleicht sich das noch ein bisschen aus. Boah! Krasse Situation, eine Main rein unbemerkt von VG und aber auch von Nip unbemerkt, dass da einer außen durchgepusht ist. Totales Chaos jetzt gerade in der Runde. Existence ist außen gestorben, Nip, MBK hält glaube ich unter Cat safe, Scream wieder eine andere Rampe. Und im Zusammenspiel mit Smith halten sie da den Schlauch safe. Sehr, sehr krasse Runde von VG. Enorm komische Situation da auf jeden Fall von MBK, dass da unter ihm einer reinkommen konnte. Er hat, glaube ich, einen Step gemacht, aber es ist auch sehr, sehr schwer, das zuzuordnen. Gerade wenn da vielleicht angesagt wird oder sowas. Gerade ein bisschen geschossen wird, etc. So, wir haben hier einen mit Skateboard. Immer noch. Naja. Da kommen schon so nette neue Befehle mit dem Update. Aber gut. Schöner Block-Molly. Nip wollte da relativ schnell Halle gehen anscheinend. Oder zumindest direkt auf First Week gehen. So, wunderschöne Smoke von Existence, die wir ja schon mittlerweile ganz gut kennen. So, die Lex bei Kenny habe ich übrigens halt wie gesagt nicht wegbekommen. Außen deckt man jetzt defensiv. Also stellt da auch ein bisschen um. Scream Rampe. Unten müsste Smith sein. Oh. Scream direkt das Opening, direkt das X, schiebt runter. Jetzt nehmen sie oben wieder ein mit Flashes. Boah, das geht richtig gut auf. Da gab es die Flash von Kenny, also sehr, sehr, sehr geile Taktiken von VG. Scheint sich da gut einen Plan ausgedacht zu haben.
Und Nips sieht da gerade nicht gut aus. Getrell ist unten durchgekommen. Hätte ich jetzt gerne mal gesehen, wie er das geschafft hat. Halle war wahrscheinlich dann wieder... Ah, da stehen zwei Halle. Keine Ahnung, wie er da unten durchgekommen ist. Oh, Veslan. Ah, der hat auf jeden Fall nicht damit gerechnet, dass unten einer ist. Damit... Ach, wichtig von Kenny, da noch einen mitzunehmen. Aber trotzdem stark von Nip hier aus einem Turn 4 und One on Two zu machen. Denn auch Veslan hat er nicht viel Geld, nicht viel Zeit. Die wird auch jetzt auslaufen. Somit 4 zu 2 die Führung. So, Nip müsste sparen. Wir planen natürlich mit der gesaveten Waffe. Ne, krass, sie kaufen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Mit so wenig Geld da noch ein bisschen was hin und her gelegt. Jetzt bin ich vor allen Dingen gespannt, was man hier spielt. Okay, was Schnelles, dafür wäre es eh zu spät gewesen. Was mich jetzt freuen würde, wäre mal ein Push von VG. So, außen wird wirklich defensiv gedeckt. Gute Fläche gegen Kenny. Da ist noch niemand durch. Jetzt hat man echt Rampe mal ein bisschen offensiver gespielt. Oh, Kenny, glaube ich, fußet gegen... Lol, wie hat er den gesehen? Krasse Runde von Kenny. Sehr, sehr, sehr starke Schüsse. War wirklich jeder Schuss ein Hit, auch wenn es vielleicht kein Frag geworden ist. So, einer nach Vorraum, der Rest unten an den Klos. So, unten hat aber Smith spotted da. Der einzige. Scream me, Scream wäre natürlich relativ zeitig da. Das Gute ist, unten müsste eigentlich noch alles off, also nicht ange, genau, also ist noch alles ganz. Somit hört natürlich auch Smith, meine ich, die Steps. Macht da sogar beide weg. Also VG heute enorm stark, enorm aimstark. Gefallen mir aber auch richtig, richtig gut vom Teamplay. Und dann muss Nip. Da ist Nip unter Zugzwang. Wann haben wir das zum letzten Mal gesehen? So, ich aktualisiere mal bei ESEA. Maus scheint nicht losgegangen zu sein. Heißt, wenn es nicht verschoben wurde, können wir dann auf jeden Fall noch rübergehen. Da dürfte man noch vielleicht die zweite Halbzeit mit Glück sehen. Also könnte dann ruhig noch dranbleiben. So, ein schneller Halle-Go. Das ist ein Splint. Boah, richtig blind. NBK steht aber da. Macht da seinem Namen alle Ehre. Hält da die Halle safe wie ein Panzer. Ja, Bombe ist halt Halle down. Jetzt splitten sie sich noch nochmal auf. Diegel gepickt. Schön geschoben von VG, machen jetzt Halle komplett dicht. Sehr, sehr, sehr abgeklärt. Da bleibt jetzt keiner irgendwie allein Rampe oder so. Also sehr gutes Spiel. Gefällt mir echt, was sie hier präsentieren. Unglaublich kontrolliert. Unglaublich konzentriert und seriös. Demzufolge auch die verdiente Führung 6 zu 2. Nipp jetzt wieder mit Geld. Jetzt bin ich gespannt, ob man vielleicht mal direkt was Halle anspielt. Außen vielleicht mal besser smoked oder flecht und dann rumzieht, weil vorhin hat man es ja eigentlich nicht ganz so gut gespielt. Smokes waren zwar ganz okay, aber man hätte halt die Sekunde ausnutzen müssen, wo Kenny blind war da oben am Cat. Da hätte man auf jeden Fall besser und wäre man besser hinten durchgekommen. Faust mit Move auf dem Cat. Kenny Garage. Was ist das für eine Flash? Krass. Über... Oh, hat er die gerade... Über die gesamte Halle hier geworfen. Auch nicht schlecht. So, jetzt gibt's wirklich die Halle Flash. Das misst richtig blind. Aber NBK steht wieder. Kenny konnte außen noch einen machen. Boah, NBK ist so krass, ey. Selbst da wäre er eigentlich drauf gewesen, aber Scream kommt schon zur Unterstützung. Glaube ich, unten durchgepusht. Ja, hey, finde ich auch. Wow. Bin ich schon ein bisschen beeindruckt gerade von VG.
Das freut mich natürlich ein bisschen, dass Nip hier endlich mal im Zugzwang ist. Also, was heißt unter Zugzwang? Unter Druck eher mal. Das ist ja eine Situation, die für alle Beteiligten eigentlich relativ neu sein dürfte. Na klar, Get Right Exist für Fla Get Right Exist. Forest, die haben da genügend 1-6-Erfahrung, was solche Situationen angeht, aber ob dann die Soulsler, die Ex-Soulsler, damit so umgehen können, keine Ahnung. Sonst spielt man wirklich mal schnell Halle an. Aber es ist wieder auf Retake gedeckt. Scream hält aber zusammen mit Smith die Rampe unglaublich safe. Also Nip, LVG trifft aber auch richtig gute Entscheidungen. Das ist krass. Also Nip ist halt in der Halle drin, da ist nichts. Und dann geht's Rampe und werden da zerpflückt. Scheint auch vom Timing her nicht so richtig gepasst zu haben. Ja, okay, das sollte in Halle fake werden. Also VG echt unglaublich gute Reads, muss man sagen. Wenn da keine Halle ist, kann der Fake natürlich auch nicht aufgehen. Aber war man ohnehin mindestens zu dritt Rampe, wenn nicht sogar, mindestens zu zweit, wenn nicht sogar zu dritt. Ja, und wieder eine Vierer-Runde, nur eine Waffe verloren, genauso wie die Runde davor, 8 zu 2. Nip. Ja, sind mittlerweile in der Situation, dass sie jede Runde kaufen können. Aber so wirklich knappe Runden sind jetzt die letzten vergangenen nicht wirklich mehr rumgekommen. Außen hat man natürlich Respekt vor Kenny. Aber ich denke, es wird nichts dran vorbeiführen, da außen irgendwie einzunehmen. Ach, schade, dass Kenny seinen Sprung vermasselt. Aber trifft wieder. Und das hat ihm vielleicht sogar den Frag ge gerettet. Gadget wieder Halle. Bisschen was gemacht. Ja, zum Beispiel außen über Main mal. Da hat man so viel Raum jetzt. Weil, ich meine, Rampe splitten bringt jetzt eigentlich nichts mehr. Kenny mit der. Kann den zumindest ansagen. So mit der Rampe split auf jeden Fall wahrscheinlich. Rampe kommt noch nicht der Go. Lassen sich da sehr viel Zeit und Fiflan hat er wirklich noch den richtigen Frag bekommen. Oh, wie geil, dass Scream da spielt. Und gibt nix. Und den zweiten. Ah, schade. Aber Smith da keine Ahnung, am gelben Silo. Scream sogar noch einen gemacht am Ende. Also der Junge. Krass. Also wie er wieder einfach oben am Scoreboard steht. Existence. Fällt er zwar ein bisschen ab vom Team, aber es ist scheißegal, seine Mates machen einfach alles und er bringt wahrscheinlich auch die entscheidenden Calls, die entscheidenden Aufstellungen, wie man jetzt stehen soll. Also auch wenn sich das, weiß ich nicht, in sowas spiegelt sich ja eh fast nie in Stats wieder. Aber ja, jeder macht hier gerade ein richtig gutes Spiel. Das ist ein neuer Move über. Wieder geht's schnell Halle. Also wie gesagt, über Main schnell macht jetzt auch Forest. Also sie erkennen da auch schon ein bisschen die Zeichen. Werden aber wieder zerstört, weil VG einfach so schnell schiebt. Jetzt ist sogar Rampe offen. Das ist krass. Oh, wir flanen unten. Ich habe mal wieder umgesehen. Spanks zum Cat saßen aber, glaube ich, nicht. Jetzt tritt runter. Da steht noch keiner von VG. Wird noch die Schacht abgedeckt. Der wird aber nicht so dumm sein, da oben hochzugehen. Die wird dann auf jeden Fall legen. Oh, Exist, das Duell gegen Kenny. Kenny hat's verloren. Dafür ist Smith mit dem Frag unten. Gut aufgepasst, gutes Eck gecheckt. Tun, sogar der HP-Vorteil für VG. Existence über die Tür und Nip steht nicht wirklich nah beieinander. Wobei sie stehen da über Kreuz. Oh, aber sie machen die Frags. Sehr, sehr, sehr stark. Was anderes brauchen wir wirklich nicht zu sagen. Unglaublich gutes Teamplay von VG. Dass der CT da unten wartet an der Tür, nicht einfach rausrennt. Der andere, der Mate, steht im Schacht, deckt da weiter in Rampe ab und sie treffen halt einfach nur. Also es ist ja nicht so, dass sie richtig gut spielen würden, sondern sie hätten halt auch einfach ihre Shots. Und das gegen Nip.
10 zu 2. Die Halbzeit haben sie schon lange, lange in der Tasche. So, jetzt wieder der Aufbau mit Pfefflan außen. Banks zum Cat saßen sogar relativ. Das müsste 32 Damage bekommen. Also jetzt zum Beispiel wieder. Also ich glaube, mit einem Go über Main wäre man sehr, sehr gut aufgehoben. Kenny könnte man jetzt hier absmoken. Da kommen auch schon die Smokes. Jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt zu viert hier reinfahren würde im Main, da hätte man nur zwei Gegner am Spot und die kann man überfahren. Also das ist vielleicht so die einzige Schwachstelle, die VG hier gerade hat. Das ist die Main. So, aber Nip. Doch, jetzt geht's Halle. Kommt jetzt eine Main. Forest über Tür. Da ist nichts Anti-Cat. Wie gesagt, für Flan spielt mir das dazu passiv außen. So, ist noch zur zweiten Halle. Da sieht man schön den Move, wie der Existence vor die Pommes schiebt. Krasse Gegenfläche anscheinend. Kann da einen Frag setzen, den zweiten leider nicht. Smith wird gleich über Schacht kommen. NBK steht da noch. Schön, jetzt kann Smith eigentlich auch hochkommen. Boah, sehr schönes Teamplay. Und jetzt für Flan letzter gegen 2. Wird geholt von Scream, der da auch wieder geschoben hat. Also richtig, richtig gut von VG. Aber Nip wirklich mit Defiziten, muss man einfach sagen. Spielen das nicht perfekt. Wenn es perfekt spielen würden, würden sie natürlich auch die Runden holen. Aber auf jeden Fall haben sie hier wirklich Probleme, da an durchkommen. Da eine Lücke zu finden. Klar, es ist einfacher, sowas als Spectator zu sehen, aber Nip ja nicht wirklich, also Nip ja eigentlich ein Team, was mal, mit dem man das zutraut. Getrat hat da tatsächlich Hits bekommen. So, jetzt, Getrat erkennt's wirklich. Oh nein, jetzt ist halt einer über der Box. Also Existence auch enorm stark. Variiert er wirklich krass. Also er steht nie an derselben Posi. So, jetzt aber jetzt erste Mal wieder eine knappe Situation. 3 und 3. Unten wieder offen. Und Nip nimmt Gas raus. Und alle geschlossenen Rampe. Wollen scheinbar unter Cat. Sie haben kein Equipment mehr. Oh, schön gemoved und direkt hinterher. Sehr schöner Move. Gut predicted. NBK nach unten am Spot. Oh. Lol, scheiße. Der dritte war gar nicht seiner. Aber trotzdem zwei krasse Frags. Existence auch unterstützt. Wahnsinn. Wahnsinnsleistung hier von NBK. Scream sowieso stark. Smith auch gut unterwegs. Kenny hittet seine Aave-Shots. Und wie gesagt, Existence schießt vielleicht nicht so viel um, aber steht immer Gold richtig. 12 zu 2, vielleicht das 13 zu 2. Das wäre die höchste Rücklage, die Nip hier bisher hatte. Wird das Geschrei groß sein danach, wenn hier Nip wirklich verlieren sollte? Das wäre das erste Spiel seit Ewigkeiten. Und das erste vielleicht richtige Spiel, der erste vielleicht richtige Loss, den man zählen lassen könnte. Da ist wieder einer durch. Aber da passt Smith auf. Also er steht aber auch immer wirklich dort an der Pose. Das kann man sich natürlich auch merken. So, jetzt gibt wieder oben Halle die ein. Also es ist so geil, wie sie das da spielen. Rampe immer gegen Rutz runter und retaken das dann immer. Und setzen halt die Frags von Vorraum auch gepusht und Get Right. Mit 3 HP, mit 9 HP sogar. Und stirbt. Also das kann man wirklich nur den Hut ziehen. Den imaginären. Vor Very Games Leistung. 13-2. Forest, sie schreiben sogar GH. Just waiting for the stream. So, heißt für mich ganz kurz Werbepäuschen und dann sehen wir uns wieder in der zweiten Halbzeit.
viel Zeit in die Kommentare zu schauen. Kacke ist die erste, aber nicht schlecht. Gestern habe ich so kurz seine Naps verloren. Wer ist Dimitri? So, Resets kommen, müssen wieder alle auch ein Bild haben. Wenn der Pistol holt, gewinnen sie sowieso noch. Ja, mal gucken, ne? Also davon hängt natürlich jetzt alles ab. Klar kann Nip hier noch 50 Gänge hochschalten und werden immer noch nicht am Emil mit. Also natürlich, wenn es einem Team zuzutrauen ist, das noch zu drehen, dann natürlich Nip. Das ist die Frage. Eigentlich will man schon mal Nip richtig auf die Klatsche, auf die Fresse fliegen sehen. Von daher, mal gucken. Schnelle Rampe, go. Ah, Nip kriegt aber die First Wicks auch gut geschoben. Und Scream, ey. Und Smith auch. Tour und Tour rausgespielt. So, jetzt der HP-Vorteil bei VG. Schönes Pre-Fire von Scream auf die Schächte. Frequent macht da oben safe. So, VG wartet ab. Decken noch nach hinten. Müsste jetzt auch einen guten Hit bekommen. Wichtig von Exist. Friebeck hat auch ein Kit, also optimale Voraussetzung, hier wirklich noch die Runde zu holen. Haben sie auch schon gut eingekesselt. So, jetzt der Bomb-Plant-Sound natürlich sehr, sehr, sehr bitter. Oh, der Scream mit Headshot. Was auch sonst, der Junge kennt, glaube ich, sowieso nichts anderes. Und jetzt ist 1 gegen 1. Friebeck, wie gesagt, der Mann auch mit Kit und Smith ist leider hinter Spot. Keine gute Pose für ihn. Aber mit der Mega-Clock. Ach! Was ein Granatenduell. Schöne Idee von Smith. Die Flash hat sogar ein bisschen gesessen. Aber Friebeck hatte noch eine ganz, ganz wichtige AE. Smith war da so runtergeschossen, dass sie auch gereicht hat. Pistol somit an die Schweden. Und übrigens, Maus hat wohl Deathwin bekommen. Somit dann doch kein Spiel. Unter Vorbehalt, der hält Maus und Deathwin. Okay, gehörst einfach nicht mehr Tashin. Vielleicht wird es ja doch noch gespielt. Ja, mal gucken. Boah. Aber man hat gesehen eben. Nip war schon blind. Aber durch ihr Teamplay. Die Runde doch sehr, sehr souverän dann noch geholt. Diese Anti-Eco. So, VG schon gekauft. Schnelle Smokes im Laufen. Boah. Die sitzt da relativ gut. Die zweite leider nicht. Ja, schönes Pre-Fighter. Auch die Smoke von MBK. Keine Chance für Nip da vorzupushen. Interessante Posi von Forrester an der Treppe. Kann man natürlich viel mitarbeiten. Was er auch da tut. Exist, Standardmann. Immer für die Box zuständig. Schauen, ob er hier den Respekt hat, um auf Timing zu pushen. Interessante Smoke von. Jetzt schnell der Go. Boah, Fiflan ist gerade noch rechtzeitig mit dem Reload fertig geworden. Bekommt Unterstützung von Forrest, dann wird die Rampe einfach zerstört. Smith, der letzte Außen. Gegen 5. Müsste jetzt von Forrest gespottet werden. Ne, ich sag Get Right. Der da wahrscheinlich Cat runtergeschoben hat oder sowas. Krass. Direkt die erste Kip. 5 Mann überlebt. Aber immerhin war es ein relativ plötzlicher Go. Das ist schon mal positiv. Und wenn sie irgendwie 2 Sekunden eher den machen, oder
Vielleicht fast vielleicht eine Sekunde hätte auch gereicht. Weil der Stopbox-Spieler war da, glaube ich, wirklich im Reload. So, Eco bei VG. Nur mit Glocks. Haben wir schon die AE gefangen von MBK. Main Dach hört auch Kenny. Catdrive natürlich. Also auch sehr, sehr kontrolliert von Catdrive, dass er da nicht einfach rausgast oder so, sondern immer Step by Step vor. Seine Mates stecken ihn ja auch damit ab. So, 4 Runden in Folge. Nächste Equip Draunt. VG braucht 3 Runden. So, wieder die Smokes. Diesmal. Ah, schade, dass die zweite. Ah, jetzt fliegt sie runter. Das ist eine richtig gute Smoke-Kombi. Penny liegt da am Schlitz an. So, der CT außen. Boah, Alter. Also in 1-6 war es ja schon krass, wenn da einer steht. Aber hier in Go finde ich es noch krasser, weil hier ist ja nicht mal ein Abgang. Also unglaublich defensive Pose von... Ja, natürlich getried. So, Halle ist mit einem nur gedeckt. Nur Frieberg. So, jetzt X-System-Move in der Pommes. Boah, zum Glück nicht das Glück da auf seiner Seite. So, jetzt läuft der Kenny rein. Oh, der hittet leider nicht. Aber der Instant-Go danach. Flash ist kommen. Schöne Zyx-Flash über die Box. Habe ich so auch noch nicht im Go gesehen, aber sie werden zerstört von den Halle-Spielern von Gatorade Forest. Von allen einfach. Puh. 7-13. 5. Runde in Folge. Ah, mir fällt gerade was auf hier im Scoreboard. Dass der aktuelle Score hier ein bisschen ausgegraut ist und der Halbzeitscore deutlich angezeigt wird. Müsste man vielleicht tauschen. Aber gut. VG hat trotzdem nochmal gekauft. Spielen jetzt über außen. Also gut, jetzt auch mal die Smokes da besser ausgenutzt. Die Sache ist ja auch, wenn man die jede Runde wirft, kann sich Nip auch nie wirklich sicher sein, ob da jetzt was außen kommt. Gatred aber wieder da an der Ekelposi. Schön geschossen. Ah, schön geschossen und macht sogar beide da. Es ist wahrscheinlich natürlich Pommes gepusht, vermute ich mal, was sonst. Scream macht aber noch einen wichtigen Shot. 2 gegen 3 Situation. Wir wissen, dass mindestens eine Halle ist. Beziehungsweise Main. Fiflan macht doch hinten den Raum dicht. Oh, Exist ist auch schon hinter denen. Also die einzige Möglichkeit ist jetzt natürlich nur runter zu gehen. Könnten aber vielleicht hochgehen. Da wäre halt nur Frieberg. Mal schauen, ob sie es machen. So gleichzeitig Schächte raus. Fände ich ganz cool. Ah, sie gehen... Runter Exist ist jetzt schon Abgang. Ah, das wird vom Planten ganz, ganz, ganz eng jetzt. Oh, mal sehen, ob es Exist Gas gibt. Ah, ja. Kann das jetzt aber ansagen. Oh, verliert aber das gegen Kenny? Jetzt muss die Bombe gelegt werden. 10 Sekunden, 11 Sekunden. Ah, Bombenleger wurde nicht gedeckt. Nicht so optimal ausgespielt. Da muss Scream ihm helfen. Muss Scream ihn decken. Ich weiß auch nicht, ob das gut kommuniziert war von Kenny. Kann man natürlich jetzt sehen, wie man will. Entweder war es schlecht kommuniziert von Kenny oder er hat es gut gesagt und dann war es schlecht gespielt von Scream. Weiß man natürlich nie. Trotzdem die erste interessante knappe Runde. Und Nip kommt weiter ran. Noch hat VG ein gutes Polster von 5 Runden. Spielen jetzt noch eine Eco. Danach bin ich natürlich gespannt, was Existence ansagt. Ich würde es auf jeden Fall nochmal bei außen aufziehen. Ja, einfach mal mit einem Fake gegen Nip. Dazu musste man natürlich aufhören, immer die First Tracks zu fangen.
Cream hat dann anscheinend genügend Geld, um noch eine AK sich leisten zu können. Ah ne, Moment, der hat ja durchgebracht. Nehmen alles zurück. Gadget auch schon sofort wieder Support in der Main. It's a go. Da stehen sie aber wie eine Bank. Ah, Tür fällt. Außen wird direkt wieder zu zweit angelegt. Also sehr, sehr stark mit den Ekos, mit den Anti-Ekos haben sie eigentlich auch wirklich nie Probleme. Das Zeichen nimmt auch irgendwie aus. Ja, der First Track und nicht First Tricks. Diesmal Vorraum. Schneller go. Da gibt sie dir die Fläche über die Tür. Aber Gadget schon vor der Tür gestanden. Hält einfach durch. Natürlich kein Problem, deinen Track zu setzen. Oh. Aber die Reflex fallen immerhin so semi. Zwei Runden haben sie jetzt geholt. Zwei Waffen haben sie geholt. Weiß nicht, also eine Halle go and go. Entweder er geht sofort auf und man hat die Runde quasi schon gewonnen. Oder man wird halt vernichtet an der Tür. Aber wobei, es war ein 1-6 fast aus. Ah, ich weiß nicht. Also man sieht es schon irgendwie häufig, dass einer vor der Tür steht und da einfach reinhalten kann. Jetzt einfach mal eine schnelle Halle, Rampe go. Sehr gut. Auf die Sorcerer gehen. XD. Mit First Fix erste Mal auf Seiten von VG. Könnte aber ausgleichen können. Außen. Irgendwo. Exist schon wieder hinten durch. Jetzt kommt Gadget von unten. Ich hoffe mal, der wird gleich abgedeckt. Da muss der Refrag unten kommen. Muss der Refrag. BK. Boah, starke Runde von Freeberg. Richtig, richtig stark. Jetzt werden sie auch direkt unter Druck gesetzt. Sehr schön gespielt von Nip. Gut die Situation ausgenutzt, dass da das Mate nicht instant gestorben ist. Somit weiter Druck gemacht. Perfekt gespielt. 11 zu 13. 9 Runden in Folge. So, für alle, die es interessiert, bei AL gegen Fnatic steht es 8 zu 7. Halbzeit auf Nuke. 8 CT-Runden da bei den Schweden. Von AL. Nochmal eine schnelle Halle go. Welches von MBK? Die sind wichtig. Oh, Spot. Ach, er konnte ihn leider nicht machen. Trotzdem 3 gegen 3 Situation. Cat leider gestorben gegen Forest. Bombe liegt scheinbar nicht gut. Aber vielleicht kann Scream machen. Einer der besten Spieler vielleicht aim-technisch der Welt. Oh, da hat er gerade wieder unter Beweis gestellt. Ach, schade. Faust, aber natürlich einfach auch eine Bank. Anschlussrunde für Nip. 12 zu 13. 10. Runde in Folge. Die Ansätze sind ja da. Aber ich finde, man versucht da viel zu viel mit der Brechstange. Wie gesagt, man sieht ja eigentlich immer vorhin die Runden. Immer. Wenn sie irgendwie eine recht knappe Situation hatten, ist immer eine von hinten gekommen. Und wenn man das einfach mal ausnutzen würde gegen Nip, einfach mal mit einem Fake und dann warten, so wie es Nuki vorhin, glaube ich, sogar auf dem Stream gesagt hatte. Boah, perfekte Nades da ja auch gegen außen. Schöner Read von ihnen, von Nip. Und was Gadget schon wieder macht, ist einfach Wahnsinn. Zerstört er einfach mal außen. Keine Chance. Der Scream eben gegen 3 hat das nicht holen können. Vielleicht schafft das ja gegen 5. Ich brauche einfach den Druck noch mehr, aber immerhin konnte er wieder 2 machen. Und Nip holt tatsächlich noch den Ausgleich.
Also ich habe es ja vorhin gesagt, wenn es einem Team zuzutrauen ist, hier das noch zu holen, dann natürlich Nip. Getrite ist echt kein Vorbeikommen, muss man einfach mal so sagen. Wir müssen auch noch mal ein Eco machen. Getrite einfach mit so heftigem Momentum. Was? Ey. Der Junge, der macht ja gerade das Spiel für Nip. Man hat noch Chancen, man hat noch Chancen, das vielleicht sogar auch in der Overtime zu drücken. Vielleicht wirklich nochmal schnell Halle und dann außen über Main. Irgendwie sowas. So ein bisschen kreativ, bisschen faken und dann waren. Ach, ich weiß nicht. Dann, eigentlich gibt es auch so viele Möglichkeiten auf Nuke. Oder wirklich mal so einen verzögerten Halle-Go oder. Ach, keine Ahnung. Da muss man sich doch mal was einfallen lassen. Den Nate, die. Tür. Oh, gibt's wieder den Headshot gegen Kenny am Schlitz. Oh, MBK stellt sich auch für Rampe. Jetzt müssen wir allein außen. Smokes blockiert das natürlich jetzt enorm. Boah, was es da auch schon für Hits gibt durch die Box. Nexus war da wieder aggressiv. Also vielleicht würde sich es auch anbieten, als Terror jetzt mal öfter wirklich Molly zu kaufen gegen Nip. Und da, um da zum Beispiel einfach mal Getrite, was glaube ich, den Exist wirklich aus dem Spiel zu nehmen, dass er da nicht immer Pommes reinkommen kann. So, schön. Rampe jetzt endlich mal eingenommen. Frag bekommen. Oh, nice predicted von Scream. Gut aufgepasst. So, und jetzt Halle hoch. Friberg, man weiß, dass Main noch einer ist. Da wird noch gewartet. Oh, das sieht gerade so aus, als ob sie. Ob es ein bisschen Chaos war, aber jetzt kommt wieder Ruhe rein. Sehr schön. So, Cat weiß man, aber die Zeit läuft ihm wirklich hier davon. Wo ist Exist? An der Pommes. Jetzt zwei gegen. Nein, oder? Na, was machen die denn? Ey, das war die Runde. Das war doch die Runde für VG. Ich habe auch nicht genau verstanden, warum sie nicht instant Cat hochgegangen sind. Nachdem da keine Gegenwehr war, beide Rampe tot, hätte man eigentlich Cat hochgehen können. Eine Flash vielleicht, dann kann Exist da auch wirklich nicht viel machen. Er holt vielleicht einen direkt und dann muss er halt weg, weil er von drei, vier Leuten angeguckt wird, aimed wird. Oh, letzte Runde, kein Rush. Defensiv außen Smith steht. Er hat ihn gesehen. Er hat ihn gesehen. Muss den Flex setzen. Er schafft sich. Aber da, schönes Teamplay direkt von VG hinterher. Können sie ihn noch holen? Nein. Schade. Scream, schönes Movement. Er kann ihn machen. Er kann ihn machen, wenn er unten aufpasst. Boah, aber auch das Support von Forrest ist göttlich. Boah, Alter. Es ist unglaublich, was Nip für ein Teamplay hat. Das kann man eigentlich wirklich nur nochmal betonen. RNBK. Kann hier zum Helden werden. Einen kann er machen. Boah, der zieht hier am Schacht. Ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. 14-0. Nach einer 13-2 Rücklage macht man hier einfach noch das Spiel. Dreht es komplett. Gibt keine einzige Runde ab. War jetzt nicht mal irgendwie, so vereinzelt war mal ansatzweise ein Funken von Spannung. Ein Funken von spannenden Situationen, knappen Situationen, aber. Ach, also, Spieler des Matches für mich auf jeden Fall auf Nip-Seiten Getrite, auf Terror-Seiten eigentlich NBK als CT, Scream auch wieder oben mit dabei, aber an sich waren eigentlich schon alle gut heute. Puh, was ein Spiel!